Sie selbst sind damals Teenager gewesen, als das losging. Und Sie haben da ja eine Rolle gespielt. Haben Sie die gerne gespielt? Ich habe mir die Rolle so zurechtgezimmert, dass ich nicht der Berufsteenager wurde. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass der Erfolg darin lag und übrigens auch die starke Erinnerung an das, was ich gemacht habe, dass sich die Leute also so gut erinnern, weil ich keine, ich nenne das mal altmodisch wie Holländer in einem Chanson, keine Zeitfurie war. Ich habe mich nicht darum geschert, was man tragen muss. Und vor allen Dingen wollte ich nicht das tragen, was die anderen tragen. Ich wollte diese Art von Uniformiertheit nicht. Ich wollte nicht Jeans, ich wollte nicht Batik, Hemden. Ich wollte ich sein. Und ich wollte eigentlich ein kleiner Gentleman sein. So wie ich das in den altmodischen Filmen gesehen hatte. Nur zufälligerweise betreute ich eine Popshow. Und das passte so zusammen, dass die Leute es gesehen haben? Eigentlich passte es ja nicht zusammen. Und das war genau die Marke. Es war ein Anachronismus. Ich habe für fremde Leute den Pop hingehalten. Aber ich selbst habe dafür gesorgt, dass ich eigenständig Anzüge zum Beispiel zu tragen, war nicht üblich als Pop-Moderator. Ein Moderator wie ich hatte nicht die Wahl, die Qual der Wahl. Die musikalischen Programme standen fest, die musikalische Speisekarte wurde vom Redakteur festgelegt und meine kleinen Freiheiten waren Frechheiten im Rahmen der Möglichkeiten in den 70er Jahren, sehr begrenzt übrigens, in den Sketchen das zu ironisieren und zu parodieren, was ich zu präsentieren hatte. Und das war sehr schwierig in den 70ern, weil die ach so lustigen 70er Jahre, das war deshalb so anstrengend, weil fast alles nicht erlaubt war. Also im ZDF, sicherlich auch bei der ARD, aber im ZDF gab es die goldenen Regeln. Mein Redakteur sagte zu mir, nichts über die Ehe, nichts über Sex, nichts über Minderheiten, nichts über Ausländer, nichts gegen die Kirche. Also praktisch alles, was so ein bisschen Spaß macht, das durfte war verboten. Ja, wie ich den Spagat geschafft habe, weiß ich gar nicht. Mutter hat mich beraten für die Sketche. Sie hat kein einziges Wort selbst geschrieben, saß aber im Ohrensessel und achtete auf die goldenen Regeln des ZDF. Andererseits aber hatte sie sehr viel Humor und half nun mir und wir halfen uns. Sie war sozusagen mein Coach, mein Ghostwriter, kann man nicht sagen, mein Partner, meine Partnerin. Wollten die auch, dass sie ohne Lebensgefährtin in der Öffentlichkeit auftreten? Sollten sie keusch sein nach außen? Ja, ja, selbstverständlich. Daher auch diese ganze Geschichte, die Idole sollen noch zu haben sein. Das ging so weit, dass das Schwulen-Image eigentlich nur also förmlich auf mich wartete. Also man konnte sozusagen die Uhr stellen, dass man auf diese Art und Weise, weil, Johannes, es ist ja sehr schön, wenn man ganz schlau sein will, als Eltern, und sagen wir, das ist gut, wenn dann das, der Junge muss sozusagen für jeden Teenager zu haben sein, für jedes Mädel, bravo und so. Dass aber nun so ein, sagen wir mal, 18, 19, 20-Jähriger so ganz ohne Damenbegleitung auch ein merkwürdiger Anblick ist, darüber haben sie nicht nachgedacht. Und so avancierte so ich zum Lieblingsschwulen der deutschen Schwulen-Szene, ohne wirklich, ich versichere es Ihnen. Und wenn es so wäre, auch egal. Und ich muss Ihnen auch sagen, manchmal spricht man ja auch von Altersschwulität und so, also ich spüre da nichts. Ganz im Gegenteil. Ja. Ich meine, das Kind ist ja erst 1200 Monate alt. Das will ja nicht heißen. In der Wut. Das ist ein alter jüdischer Witz. Ja.